Willkommen bei John Galabau. Sie kennen es, den klassischen Swimmingpool, aber auch den Schwimmteich. Doch nun gibt es etwas Neues bei uns, und zwar den Living Pool. Was sich dahinter versteckt, das erfahren Sie in diesem kurzen Video. Und wir sind heute zu Gast bei Familie Appelmann in Lützendorf, die sich den Traum durch uns hat erfüllen lassen, als auch die Gartengestaltung. Werner Appelmann sitzt nun neben mir. Wann ist denn die Entscheidung gefallen, einen solchen Garten zu machen? Die ist im Winter vor 1,5 Jahren also gefallen. Wie kam die Entscheidung, sich für John Galabau zu entscheiden? Hier in der Region hat John sicherlich einen guten Namen. Wir haben jemanden gesucht, der zum einen uns den Garten anlegen kann, der uns aber auch eine Zubegung zum Haus, eine Garagenzufahrt machen kann und einen Pool. Und da bleiben nicht ganz so viele übrig. Ja, insofern waren wir da relativ schnell bei John. Wieso Living Pool und nicht Swimming oder Schwimmteich? Ja, also wir wollten auf jeden Fall so ein natürliches Wasser haben. Insofern klassischer Swimmingpool, Chlor, das wollten wir nicht. Ja, und dann haben wir uns überlegt, Teich oder Livingpool. Ja, und dann haben wir gesagt, so Kröten, ja, Frösche und sonstige Seerosen beim Schwimmen, das muss nicht sein. Ja. Insofern waren wir auch relativ schnell, wo wir gesagt haben, wir wollen doch ein klares Wasser oder auch also klare Umrandung haben. Mein Kollege Bernd Philipp steht neben mir. Living Pool, das neue Produkt bei John Galabau. Was ist ein Living Pool? Living Pool ist ein Swimmingpool, ja, aber mit biologisch gereinigtem Wasser, also ohne Chemie, ohne Chlor, ohne Aktivsauerstoff. Wie funktioniert das Ganze ohne Chlor? Ohne Chlor funktioniert es so, dass wir den Phosphor, der im Wasser ist, weil im natürlich gereinigten Wasser dreht sich alles um Phosphor, weil Phosphor der Hauptnährstoff der Algen ist, entziehen. Das ist wie wenn ich dir das Brot vom Mund wegnehme und du langsam verhungerst, so hungern wir auch die Algen aus, indem wir denen das Brot wegnehmen, nämlich den Phosphor. Das Wasser, wir haben zwei Kreisläufe, das Wasser strömt einmal durch diesen Biofilter hindurch, wird dort gelöst, der Phosphor, und wird dann von dem Phosdeck-Upstream-Filter von dem Granulat gebunden. Der läuft 24 Stunden, das ist das Kernelement des Living Pools. Ohne das kann ich nicht so klares Wasser haben. Den oberflächlichen Schmutz, also was an Laub, an Blütenstaub und so drauf fällt, fangen wir mit diesem Oberflächenskimmer, dem Bogensiebskimmer ab und erhalten somit auch eine saubere Wasseroberfläche. Also der Living Pool ist praktisch eine gute Alternative, wenn man einen normalen Swimmingpool möchte, aber keinen Schwimmteich möchte. Ab welcher Größe ist so ein Living Pool möglich? Da gibt es keine Grenzen, weder nach unten noch nach oben natürlich auch nicht. Mhm. Aber wir haben Becken jetzt erst gebaut von 4x2 Meter, ja, oder reine Tauchbecken für Saunabereich, ist alles möglich. Der Living Pool ist eine sehr gute Alternative zum Chlorpool, weil er einfach das natürliche Wasser hat, das viel, viel weicher ist. Die Carbonathärte in einem natürlichen Gewässer wird um 40% reduziert. Deshalb empfindet man das Wasser auch so weich auf der Haut, so seiden. Man hat nicht das Gefühl, sich abduschen zu müssen, wie wenn man aus dem Chlorpool kommt. Ja. Aber natürlich muss man mit leben, dass hier natürliche biologische Prozesse ablaufen. Das heißt, es kann in dem Pflanzbereich mal eine Alge schwimmen. Es kann mal einen Flecken auf der Folie geben, bedingt durch Kalk und Biofilm, der sich anheftet. Aber ich denke, damit lebt man, wenn man sich für so eine Anlage entscheidet. Bequem haben wir es uns gemacht, Jessica Appelmann und ich auf der Liege. Wie ist denn jetzt so einen eigenen Pool zu haben? Total cool, man fühlt sich eigentlich wie, als wäre man im Urlaub daheim. War die Idee von dir oder vom Papa oder von Mama? Von der Mama. Die Mama hatte die Idee? Ja. Und hat sich auch durchgesetzt? Ja, aber also wir fanden es ja eh alle cool, deswegen war das nicht schwer, sich da durchzusetzen. Der Living Pool ist also die Alternative zwischen dem klassischen Swimmingpool oder dem Schwimmteich. Und möchten Sie mehr erfahren, dann besuchen Sie uns unter www.john-galabau.de oder rufen Sie uns an. Unsere Mitarbeiter sind gerne für Sie da und werden auch Ihren Pool und Traumpool und Traumgarten schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.